Herzlich willkommen, liebe USK-Freunde, zur Sommersaison der USK-Buddies hier in Dortmund. Mein Name ist Peter Dornheim. Ja, warum Sommersaison, warum Sommervideo? Ich glaube, das ist selbsterklärend. Cabrio ist genau das Richtige für die Sommerzeit, die ja jetzt ansteht oder vielleicht auch schon ein bisschen im Gange ist. Wir haben ja einen sensationellen Cadillac, 1976 Cadillac Eldorado sogar, und das als Cabrio in einer riesig großen Ausführung. Und das ist eigentlich das, was wir uns alle so unter einem amerikanischen Straßenkreuzer vorstellen. Cadillac, groß, lang. Ihr seht allein schon hier beim Rückwärtsgehen am Auto lang, wie viel Meter ich hier zu überbrücken habe, bis ich dann halt am Ende des Fahrzeugs angekommen bin. Und diese Formen sind einfach ungemein schön. Relativ eckig das Auto, langgezogene Kurven, dennoch hier diesen sehr schönen Hüftschwung, der das Ganze ein bisschen auflockert und ein bisschen dynamischer macht. Und wir haben ein zweitüriges Cabrio, das muss man sich mal vorstellen, auf diese Länge. Zwei solch riesen Türen. Und wenn man den Schlüssel nicht abzieht, dann piept das immer. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, wir haben vorne eine durchgehende Sitzbank. Das heißt, im Grunde sind es eigentlich Einzelsitze, die verschiebbar sind. Beide für sich. Und haben hinten nochmal eine Dreier-Sitzbank. Und das alles in einem Cabrio. So kennen wir das in Europa eigentlich eher selten, so viel Platz in solch einem coolen Auto zu haben. Und ich kann euch sagen, wenn man sich hier reinsetzt, dann hat man automatisch, ohne auch nur einen Meter gefahren zu sein, dieses typische Ami-Feeling. Cruisen bei schönem Wetter, ganz gemütlich, Sonne, Fahrtwind genießen, dazu den V8-Sound. Das hat seinen ganz besonderen Reiz. Mir macht das immer wieder ein Höllenspaß. Ja, aber darum geht es gar nicht, ob mir das Spaß macht, sondern was haben wir hier Schönes für euch? Ich sagte gerade schon, 1976er Cadillac Eldorado mit der größten Motorisierung, die man jemals verbaut hat, damals in den 70er Jahren. 8,2 Liter Hubraum mit sage und schreibe 193 PS. Klingt jetzt ein bisschen wenig, hat aber überhaupt nichts mit einem Mangel an Leistung zu tun, ganz im Gegenteil. Diese Autos leben von ihrem Hubraum, von ihrem Drehmoment. Und ob die nun 100, 200 oder 300 PS haben, spielt für das Fahrerlebnis überhaupt keine Rolle. Und er ist auch definitiv nicht untermotorisiert. Ich habe es mehrfach schon gefahren, erfahren. Das ist immer wieder eine Show. Und man cruist wirklich gemütlich durch die Gegend. Kann aber auch wirklich, wenn es mal erforderlich ist, auf der Autobahn wirklich mal Zwischengas geben. Und das ist dann erstaunlich schnell unterwegs. Guckt euch mal diese Front an. Das ist doch... Ja, 70er Jahre pur, aber dennoch mit vielen designstilistischen Elementen, wie man sie leider heute nicht mehr findet. Das Ganze ist nicht einfach nur eine gerade Kluft, sondern wir haben einen riesengroßen Kühler mit einer etwas zackig geformten Chromstoßstange. Und das ist halt noch richtig Metall und richtig gutes Chrom. Auto ist aus 76. Trotzdem haben wir null Rostpickel oder ähnliches an dem Chrom, was immer ganz wichtig ist. Wenn ihr euch solche Autos anguckt, gibt es da unterschiedliche Qualitäten. Auch das ist kein Einser-Auto, das hat auch ein paar Gebrauchsspuren über die Jahre bekommen. Aber wichtig ist, dass solche Sachen wie Chrom und sämtliche Zierteile zum einen da sind, überhaupt erstmal vorhanden sind und dann halt auch noch im guten Zustand sind. Ersatzteilversorgung ist nämlich bei den Autos überhaupt kein Thema. Alles, was Verschleißteile ist, Bremsen, Fahrwerk, Motor, ist zu bekommen, hier in Deutschland zu bekommen. Aber wenn es dann um Zierteile geht, Stoßstangen, kriegt man das unter Umständen noch in Amerika, entweder gebraucht oder nachgefertigt. Aber der Transport alleine ist unglaublich teuer und dementsprechend Ersatz für eine Stoßstange oder Zierleisten geht dann gleich richtig ins Geld. Deswegen immer darauf achten, haben wir da noch alles komplett. In diesem Fall ist das so. Es ist alles komplett. Es hat durchaus mal, und das darf der David auch gerne mal zeigen, so Imperfections, die dann halt im Laufe der Jahre nicht mehr ganz so schön sind. Das Bild, das Fugenbild bei den Amerikanern, Spaltmaße nennt man es korrekterweise, ist eher selten wirklich gut. Das ist ab Werk schon nicht ganz hervorragend. Hier haben wir ein Auto, was in Amerika schon mal lackiert worden ist. Und was ich gleich dazu sagen möchte, als wir das Auto bekommen haben, haben wir festgestellt, dass es hier
ja, Lackblasen hatte. Und wo Lackblasen ist, da ist auch immer was anderes drunter. Das heißt, hier war tatsächlich Rost. Wir haben das großflächig ausschneiden lassen, neue Bleche einschweißen lassen, isoliert. Und dann ist das dementsprechend nachlackiert worden. Und das ist auch wirklich sehr gut geworden. Nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, ist kein Einser-Auto, steht aber richtig, richtig gut noch da. Ja, technisch sowieso. Wir haben alles überarbeitet, was zu überarbeiten ist. Betrifft in aller Regel Fahrwerksgummis, Lenkradaufhängung, System, ein Radbremszylinder, all solche Sachen sind dann mal bei den amerikanischen Autos zu tun, bevor sie dann die TÜV- und H-Abnahme hier erlangen können. TÜV-H-Abnahme ist auch das Stichwort. Auto hat das nämlich bereits, hat schon die TÜV- und H-Abnahme bekommen, ist also so, wie es hier steht, sofort für den Sommer, da sind wir wieder beim Thema, für den Sommer einsetzbar, einsteigen, losfahren, Spaß haben. Und das mit diesen riesen Motoren macht auch richtig Spaß. Ich zeige euch das gleich mal mit dem Motor. Vorher möchte ich noch auf eine Sache kurz eingehen. Wir haben hier hinten Kunststoffabdeckung über dem zurückgeklappten Cabrio-Dach. Das finde ich extrem gut, weil normalerweise schaut man immer in dieses offene Dach herein. Das sieht nicht sonderlich schön aus. Die werden einfach nur draufgelegt und hier arretiert. Kann man relativ schnell runternehmen. Es gibt eine Tasche dafür, sodass man die Sachen dann im Kofferraum transportieren kann. Und dann sieht das im offenen Zustand so aus. Wie das geschlossen aussieht und wie dieses elektrische Dach funktioniert, zeige ich euch im Anschluss. Aber ich war gerade so ein Stück bei dem Thema Motor stehen geblieben. Und wenn man sich die riesen Motorhaube anguckt, hatte ich eingangs schon erwähnt, verbirgt sich darunter auch ein riesen Motor. Schwer solch eine Haube. 8,2 Liter V8. Motor aus dem Hause GM, hier verbaut in einem Cadillac Eldorado 1976. Das ist also die größten Motoren, die man damals gebaut hat. Bis heute gibt es kaum was Größeres. Ich glaube, in der Viper war da mal der 10-Zylinder 8,2 Liter Motor verbaut. Aber das war schon mal die Spitzengeschichte. Ihr seht auch hier an dem Motor, ist alles soweit im Original. Soweit mal sage ich deswegen, weil wir sehen hier so ein paar Chromteile. Das ist natürlich Aftermarket, das hat man aus optischen Gründen verändert. Aber die Technik ist unberührt und das ist gut so, weil dann funktioniert sie nämlich auch, da ist nichts verbastelt. Wir sehen aber auch an anderen Komponenten wie hier diesem Kühler, Kühlerschläuchen, Zündgeschirr, ähnlichem, Hauptbremszylinder, da ist viel Wartung schon reingeflossen. Das heißt, der amerikanische Vorbesitzer hat das Auto auch offensichtlich geliebt und gepflegt. Neue Batterie haben wir hier eingebaut, sodass das Auto auch sofort zuverlässig einsetzbar ist. Und zuverlässig heißt, es soll so anspringen, wie ich euch das jetzt zeige. Das Auto ist definitiv kalt. Das heißt also hier, ihr könnt es jetzt nicht fühlen, aber ich verbrenne mir nicht die Finger am Krümmer. Hoppala. Einsteigen. Ja, genauso wie es sein soll. Extrem laufruhiger Motor. Ihr seht das, wenn man hier die Hand drauf hält, da bewegt sich gar nichts. Da rüttelt nichts, da schüttelt nichts. Und das ist das, was diese Laufruhe bei diesen Motoren ausmacht. Und wenn die Haube dann zu ist, verspreche ich euch, im Innenraum hört man so gut wie nichts vom Motorlauf. Hinten haben wir den typischen V8-Klang. In diesem Fall rechts dezent, soll auch so, weil Cadillac, man hört es aber. Das, was ihr hier seht, ist reines Kondenswasser durch dieses häufiger hier in der Halle an- und ausmachen des Fahrzeugs. Sammelt sich immer so ein bisschen Feuchtigkeit im Auspuff. Das ist nach 500 Meter Fahren Geschichte, dann ist der Auspuff wieder freigeblasen. Ich mach's trotzdem mal aus, das Auto, weil ich glaube, für die Akustik ist das nicht so gut. Was wir uns noch gar nicht so näher angeguckt haben, ist der Innenraum. Wenn der David hier mal reinschwenkt, sehen wir eine wunderschöne Farbkombination von dem äußeren, ja, Brillantrot hin zu einem Dunkelrot im Innenraum. Auch da ist das Armaturenbrett nicht verschlissen, nicht durch die Sonne oder durch Sonneneinstrahlung gerissen oder gar gesprungen oder ähnliches. Gleiches gilt für die Sitze.
Ja, diese Ledersitze haben Patina, aber das ist etwas, was ich finde, ist sehr stimmig für so ein Auto. Das neu zu polstern kann man tun, wenn man das möchte. Ich finde es aber ganz schön, wenn man halt sieht, das Auto ist halt kein fabrikneues, sondern es erzählt so ein bisschen Geschichte. Und dann darf es halt auch insbesondere im Leder so ein bisschen Abnutzung der Erscheinung haben. Solange es nicht gerissen ist, kaputt ist, aufgeplatzt ist, wie auch immer, haben wir hier alles nicht. Wir haben elektrisch verstellbare Sitze, wir haben elektrische Fensterhebe, vierfach, eine Zentralverriegelung, Innenspiegel, die zwar nicht elektrisch, aber dennoch von innen per Seilzug zu verstellen sind. Mit diesem kleinen Nöppel hier. Ist ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind. Ja, und wenn man hier nochmal hinschaut, wo wir gerade bei dem Spiegel waren, wir haben hier ein Außenthermometer, von dem wir von innen die Außentemperatur ablesen können. Finde ich immer ganz geckig, solche Details. Das findet man heute tatsächlich auch nicht mehr. Genauso wenig, wie man heute, glaube ich, serienmäßige Goldapplikationen am Auto findet. Ist halt ein Eldorado, das war die höchste Ausstattungsklasse, die man bei Cadillac kaufen konnte. Und ihr wisst, Cadillac und auch Lincoln waren die Top-Marken, sind die Top-Marken in Amerika. Und die haben sich immer gegenseitig mit Luxus überboten. 1976 kann man sich vielleicht daran erinnern, wie die deutschen, europäischen Autos aussahen. Da gab es, glaube ich, noch niemals elektrische Fensterheber. Das war alles noch sehr viel einfacher. Und solch ein Riesenauto mit so viel Komfort-Features wie hier, gab es einfach nicht. So, Kofferraum ausreichend groß dimensioniert. Da liegt jetzt das Reserverad drin, das schränkt das Ganze ein bisschen ein. Aber wir haben hier die eben schon erwähnten Taschen für diese Kunststoffabdeckung, die dann halt kratzfrei im Kofferraum transportiert werden können. Aber was ich meine an Besonderheit, wenn wir gerade von den Luxussachen sprechen, wenn man sich das anschaut, zieht sich die Klappe automatisch zu. Finde ich einfach genial. 1976 muss man sich halt immer mal ein bisschen vor Augen führen. Sowas vom Design her ist das, was mich so an diesen Cadillacs auch immer so begeistert aus diesen Baujahren. Wir haben ja diese riesengroßen, Flossen sind es ja nicht mehr, aber Rücklichter sind es auch noch nicht mal, sondern einfach nur Designelement in der Stoßstange. Sieht einfach mächtig aus und macht dementsprechend auch Spaß, damit durch die Lande zu cruisen, weil es so dieses typische, klassische, amerikanische, riesengroß Auto-Spaßgefühl wiedergibt. Tolles Wort übrigens, was ich gerade da entwickelt habe. Ja, was möchte ich euch gerne noch zeigen? Motor haben wir gesehen und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Dach funktioniert. Dazu lasse ich am besten den Motor laufen. Das Dach ist elektrisch. Man kann das auch einfach über die Batterie machen. Ich habe da immer so ein bisschen Störgefühl, wenn man die Batterie da so belastet mit dem Dach auf und zu machen. Also gucken wir uns das mal an. Das heißt, in erster Linie kommen diese Abdeckungen runter. So, wie gesagt, Motor an. Und dann haben wir hier im Armaturenbrett einen Knopf für Dach auf. Und schon, wie wir sehen, klappt das Dach ohne Mühe elektrisch auf. Dauert auch wieder ein bisschen länger, als man das vielleicht bei einem modernen Auto gewohnt ist. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, sehen wir, hier sind Arretierungen. Man hängt das hier vorne ein. Da und arretiert es sowohl links als auch rechts. Und dann schließt das Dach auch komplett bündig. Und ihr seht, das Dach ist im recht guten Zustand. Es wirkt jetzt ein bisschen verknittert, dadurch, dass es halt so lange im Kofferraum war. Wir haben hier eine richtige Scheibe und nicht nur einfach eine Kunststofffolie, sodass man auch bei schlechtem Wetter da vernünftig rausschauen kann. Ja, und genauso geht das Ganze dann auch wieder auf. Wunderbar, auf zu, alles ohne Mühe. Wie gesagt, jetzt kämen wir wieder die Plastikabdeckung drauf, damit das schön aussieht, weil so ist der Anblick dann nicht ganz so toll. Ja, ich denke, ich habe euch einen ersten Eindruck vermitteln können von diesem sehr, sehr schönen Cabrio. Und da die Sommerzeit ja in Deutschland nicht immer so ewig lang ist, kann ich euch nur raten, macht möglichst kurzfristig mit mir einen Termin hier in Dortmund. Dann gucken wir uns das nochmal live an und wir fahren zusammen mal das Auto, bevorzugt bei richtig schönem Wetter.
Und ich glaube, ihr werdet da richtig Spaß dran haben, weil es ist genau das, was American Way of Life, American Way of Drive ausmacht. Ruft mich an, www.uscavadis.de, findet ihr alle Informationen, Kontaktdaten, weitere Informationen zu den anderen schönen Autos, die wir hier stehen haben. Ich bin der Peter und freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao. Wir haben eine Heckklappe, die sich automatisch schließt. Und wenn man jetzt im Hintergrund nicht die Kaffeemaschine hören würde, dann hätte man auch den Motor hiervon gehört. Nochmal.